Beispielsweise als Fotograf oder Filmmacher. Ich bin Alexander Diek, wohne und arbeite in Falkensee, Brandenburg, Deutschland. Ich bin 38 Jahre alt. Ich bin Maler. Meine Themen beinhalten meine alltäglichen Inspirationen, Gefühle, Auseinandersetzung mit Weltthemen, Geschichte im Kontext zu heute und der Gegenwart. Ich arbeite in meinen gewöhnlichen Stilen, mit meiner gewöhnlichen Methode. Natürlich verwende ich neue Medien in der Malerei und versuche mich tagtäglich neu zu orientieren, neu auszuprobieren. Ja, ich habe unterschiedliche Maltechniken für mich entwickelt, um bestimmten Situationen oder Thematiken von Bildern das umzusetzen. Ja, meine Inspirationsquellen, Hauptaspekt ist die Landschaft. Also alle meine Bilder oder Gestalten sind in einer Landschaftsform in der weiten großen Welt. Ansonsten inspiriere ich mich von den alltäglichen Gefühlen, Betrachtungen der Dinge und auch bestimmten Themen, Dichtern, Geschichtsereignissen und bestimmten Musikkünstlern. Meine Art zu malen würde ich als expressiv bezeichnen, teilweise groteskhaft, teilweise kitschig, teilweise sarkastisch, hat aber eine gewisse Dynamik und eine gewisse malerische Gewalt da. Ja, zurzeit arbeite ich an einer Serie, das sollen mindestens 100 Werke werden. Die Serie heißt Auf die Fresse, aber in einem zeitgenössischen Kontext, und diese Serie wird sehr, sehr interessant. Ich möchte die Dinge darstellen, so wie ich sie empfinde, fühle, betrachte, und möchte aber auch gleichzeitig über meine Werke Erkenntnisse gewinnen, die mich auch selbst als Mensch vorantreiben. Und eventuell entstehen Formen, Sachen, Bildwelten, die auch für die Nachwelt interessant sein könnten.